an der AKP sehr viel enger dran hängt als vorher jemals an irgendeiner anderen Partei. Aber genau das ist die Sache. Es gibt im türkischen Staat momentan einen scharfen Konkurrenzkampf zwischen der Gülen-Bewegung und dem Flügel von Erdogan, den kann man auch sagen, da zählen auch die Willi Görres-Linie dazu. Ich meine, da geht es gar nicht so sehr um ideologische Fragen, da geht es wirklich eher auch um Pfründe im Staatsapparat. Da geht es darum, welche Firma, die jetzt welcher Bewegung nahesteht, kriegt jetzt Bauaufträge für Tokihäuser und ähnliches. Aber wir haben diesen scharfen internen Konkurrenzkampf. Erdogan will ein starkes Präsidialsystem und dessen erster Präsident werden. Gül ist momentan Präsident. Gül gilt als ein Gülen-Anhänger. Die Gülen-Leute wollen das gerne verhindern. Wir erleben momentan eben in diesem inneren Machtkampf, ja, es war ganz komisch, bis zum Sommer letzten Jahres hat die Saman, das Zentralorgan der Gülen-Leute, jeden Tag gesagt, wenn die Sonderstaatsanwaltschaften abgeschafft oder geschwächt werden, dann fördert das Ergenekon, die Putschisten und so, und das wird der Untergang des Demokratisierungsprozesses sein. Dann hat Erdogan eine ganze Menge Gülener Juristen versetzen lassen und hat die Sonderstaatsanwaltschaften geringfügig geschwächt. Und von einem auf den anderen Tag hat die Gülen-Presse plötzlich umgeswitcht und schrieb etwas, wir müssen jetzt den Rechtsstaat verteidigen, Erdogan wird ein Diktator, wir müssen hier mehr demokratische Rechte herstellen. Alles natürlich, kann man sagen, innerhalb eines Machtkampfes, innerhalb der AKP und des Staatsapparates. Aber Erdogan drohte dann sogar, er hat die Drohung jetzt gerade wieder zurückgenommen, mit der Schließung der Gülen-Schulen in der Türkei oder der Nachhilfeeinrichtungen. Nun, das als Vorspann sozusagen zu meiner Antwort. Ich will damit sagen, die Stellung der Gülen-Bewegung in der AKP oder zur AKP ist sozusagen nicht für alle Zeiten garantiert. Die Gülen-Bewegung will auch immer vorbauen für den Fall, dass sie aus der AKP rausgedrängt werden, dass sie dort Pfründe verlieren oder dass die AKP mal eine Wahl verliert, vielleicht auf Koalitionspartner angewiesen ist. Und die Gülen-Bewegung streckt in die verschiedensten Richtungen ihre Fühler aus. Es gab vor ein paar Jahren den Versuch hier, um Sarıgül, einen CHP-Dissidenten, etwas aufzubauen und über Nacht hatte der Mann plötzlich ganz, ganz viel Geld gehabt und er sagte, er will eigentlich sowas aufbauen, eine kemalistische Partei, die für religiöse Menschen offen ist. Es roch sehr nach einer Gülen-Operation. Und ich denke, momentan läuft sowas eher in Richtung der MHP. Die Gülen-Leute drängen, wollen in die MHP rein. Wir haben beim letzten MHP-Parteikongress erlebt, dass Devlet Bahçeli, der dortige Führer, nicht mehr unumstritten war. Nach allen Informationen, die ich so bekommen habe, ist es so, dass Gülen-Leute dort tatsächlich innerhalb der Grauen Wölfe jetzt auch mit Wühlarbeit anfangen, dort einen Flügel aufbauen, um sich, denke ich, auch für die Zukunft hier Einfluss zu sichern, für den Fall, dass sie eben aus der AKP rausgedrängt werden. Aber das Verhältnis ist, denke ich, weiterhin auch da ein taktisches. Gut, zur Frage, was Handfestes, das ist das allergrößte Problem, das wir bei der ganzen Sache haben. Ich meine, es gibt viele, viele Gülen-Zitate, einige sind übersetzt, andere sind es nicht. Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen hat einiges davon dankenswerterweise auf Deutsch übersetzt. Also der Herr Friedmann Eisler ist dort sozusagen der Gülen-Spezialist der evangelischen Kirche. Er regt sich immer auch zu Recht auf, dass andere Teile der evangelischen Kirche mit der Gülen-Bewegung gerade immer wieder gemeinsame Projekte machen. Aber dort finden sich in den Schriften von Friedmann Eisler durchaus einige Sachen. Sonst, ja, es gibt die üblichen kritischen Artikel, den schon erwähnten Artikel im Spiegel, das in der Frankfurter Rundschau. Ich habe eine ganze Reihe Sachen für die junge Welt geschrieben. Es gibt auf Türkisch natürlich das Buch von Ahmet Şık, das, wenn auch verboten, inzwischen für jeden aus dem Internet runterladbar ist. Auf Türkisch, auf Deutsch ist es leider nur auf Englisch nur auszugsweise übersetzt. Es gibt das Buch von Hanefi Avcı, einem ehemaligen Gülenmann und Folterknecht aus den 80er Jahren, den später schlechtes Gewissen gepackt hat und er hat ausgepackt. Und er hat nicht nur ausgepackt oder sich entschuldigt bei seinen Folteropfern, sondern er packte aus über die Unterwanderungsoperation der Gülen-Leute. Deswegen sitzt der gute Mann heute selber im Knast unter dem gleichzeitigen Vorwurf des Links- und Rechtsextremismus. Aber das sind sozusagen Materialien, die es gibt. Aber was richtig handfest ist, natürlich, ist tatsächlich auch ein Problem. Man kann sozusagen diese ganzen Sachen, die Avcı, die Şık schreiben, was Maximilian Popp schreibt, was ich schreibe, man kann das nehmen, man kann aber auch sagen, das sind alles Verschwörungstheorien. Es ist sozusagen nicht so einfach wie beim Grauen Wölfen, da schaut man ins Parteiprogramm und stellt fest, das sind Faschisten. Und so, also das Problem ist
tatsächlich da. Und zum letzten Punkt, also diese türkische Koalition über die Parteien hinweg, die haben wir ja nicht immer. Also ich meine, ich kenne in der Linkspartei auch eine ganze Reihe türkisch- oder kurdischstämmige Politikerinnen und Politiker. Also selbst im Dagdelen würde sich nie mit jemandem von den Grauen Wölfen gemein machen, nur weil er auch Türke ist oder so. Aber wir haben andererseits sicherlich einen gewissen Trend, also die Grauen Wölfe oder andere türkische Nationalisten unterwandern natürlich oder gehen in deutsche Parteien einfach erstmal auch rein. Und zwar ziemlich unabhängig von der jeweiligen politischen Ausrichtung. Alparslan Türkisch hat den Leuten gesagt, geht vor allem in die Unionsparteien rein. Aber noch in den 90er Jahren gab es das Problem, die Union ist leider in weiten Teilen rassistisch und anti-islamisch. Und das war dann viel einfacher für Graue Wölfe, wenn sie bei den Grünen oder bei der SPD reingingen. Man muss sagen, alle deutschen Parteien sind leider rassistisch. Sie sind rassistisch in dem Sinn, dass sie zwar gerne mal migrantische Mitglieder dabei haben, aber die nicht ernst nehmen. Es ist nicht nur das, wie vorhin ein Freund schon sagte, dass diese migrantischen Mitglieder, die türkischen Mitglieder auf Türkisch was anderes sagen, als was sie auf Deutsch sagen. Es interessiert viele deutsche Politiker gar nicht, was die dann sagen. Auch die Linkspartei, die jetzt hier hat den einen oder anderen aus so einer Ecke durchaus schon gehabt. Aber umso mehr noch bei CDU und anderen. Also die nehmen diese Leute rein, nehmen sie aber nicht ernst. Hauptsache wir haben unseren Ali von nebenan. Und dass der nebenbei vielleicht ein kleiner Faschist ist, ist doch egal. So. Und das ist eine rassistische Auffassung, sage ich, wenn man die politischen Auffassungen der eigenen, auch migrantischen Mitglieder nicht ernst nimmt. Das wäre jetzt eine spannende Diskussion für eine...